Moin moin und guten Abend, hallo ihr Lieben dort draußen. Der NRW über 18 hier wieder mit Sherlock Holmes und wir sind immer noch hier in der Commercial Street. Ist doch hier die Commercial Street, oder? Ja, schon ein bisschen her, als wir hier gespielt haben, aber wir haben hier einiges Neues rausgefunden. Wir haben einen weiteren Mord, hier in der Nähe ist jetzt schon wieder einer passiert. Wir hatten ja mit Molitowski da, wie geht der da? Den Rabbi da. Letztens damit gesprochen und jetzt können wir uns hier ein bisschen anschauen, denn wir brauchen ja da für die Kreidezeichnung der Leiche uns anzugucken, brauchen wir, da war was. Eine Lampe und da ist sie schon. Ja, sehr schön. Und da hinten war, was haben wir hier? Diese dunkle, enge Gasse führt zum St. James Place. Naja, da waren wir aber schon. Gut, dann haben wir jetzt eine Lampe, das ist sehr gut. Was haben wir hier hinten? Das ist die Mitre Street, aus der Constable Watkins gekommen ist, kurz bevor er die Leiche entdeckt hat. Aha. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Nur halt das und was. Nehmen Sie die Lampe, Watson. Ist klar. Plins. Da kommt er angelaufen. Ja, und jetzt nochmal hier hin, oder was? Hier ist nichts Interessantes. Och, dann eben nicht. Gut, dann gucken wir sie uns an. Watson, Licht. So, was haben wir denn da? Da liegt doch schon wieder so ein Döschen. Da liegen... Ist das Knöpfe? Hochgradig interessant. Ah, oh, wie geil, wir haben sogar den Schatten von uns. Erinnern uns diese herumliegenden Gegenstände nicht an etwas, Watson? Nein! Oder jetzt noch nicht. Es handelt sich um Gegenstände, die gewöhnlich von Frauen benutzt werden. Diese Gegenstände gehören dem Opfer. Der Mörder ist eine Frau. Diese Gegenstände lagen schon vor dem Mord dort. Nein. Gehören dem Opfer. Evos Mörder ist ein Transvestit. Die kommen hier immer auf Beispiele. Ist ein Fetischist. Das wird ja immer besser. Der Mörder hat sie Evos durchsucht. Würde ich mal so sagen. Ja, ist sogar auch richtig. Weiter. Die Innenseiten der Oberschenkel sind sauber. Auch bei diesem Mordfall gab es keine sexuellen Handlungen zwischen dem Opfer und dem Täter. Neben der Hand des Opfers liegt ein Fingerhut. Eine Parallele zu Annie Chapmans Pillen und Liz Strides Pastillen. Neben der Hand des Opfers liegt ein Fingerhut. Ja. Die Eingeweide wurden am Stück entfernt, um an den Unterleib heranzukommen. Was stimmt? Das ist irgendwie, das geht hier drüber und dann hier runter. Soll das echt aufgeschnitten? Tatsächlich, das ist echt so gemeint, als wenn man hier auf die Innereien guckt. Gut, dass ich schon gegessen habe. Die Innenseiten der Ober... Ja. Was haben wir hier? Ein Stück der Schürze fehlt. Darum kümmern wir uns später. Der Haupteinschnitt erstreckt sich vom Brustbein bis hinunter zur Leiste. Der Mörder hat den Unterleib wie bei einem Tier geöffnet. Eine Niere wurde entfernt. Die Gebärmutter wurde entfernt. Eieieiei. Der Kopf wurde nach links gedreht. Der Mörder muss also auf der rechten Seite des Opfers gewesen sein. Sehen wir uns die Frau von vorne an. Oh Gott! Das sieht aus, als wenn die einen roten Schlauch über die Schulter hat. Oh Gott. Nur ein Einschnitt ist zu erkennen, Watson. Er verläuft von links nach rechts und leicht schräg nach unten. Der fehlt die Nase. Die Nase wurde abgeschnitten. Nur ein Einschnitt ist... Die Augenlider wurden abgeschnitten. Oh Gott. Wie kann man bitte sowas machen? Und das Schlimme ist, das gab's ja wirklich. Sonst haben wir aber nichts. Nee. Na! Hier noch irgendwas vielleicht? Auf dem Boden? Nein. Nee. Nur ein Einschnitt ist... Die Ohren sind sauber. Das Hütchen ist auch... Gut, dann hätten wir das. Die Eingeweide wurden am... Gut, aber er sagt noch nicht. Erinnern uns diese herumliegen... Na. Erinnern uns diese herum...
Hä? Na, mal so, das ist doch Wahnsinn. So, dann wollen wir jetzt hier mal das alles zuordnen. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Ich muss mal ein bisschen näher kommen. Neben der Hand des Opfers wurde ein Fingerhut gefunden. Etwas Mörder hat einen Fingerhut verloren. Etwas hat einen Fingerhut in der Hand gehalten, etwas hat sich gewehrt. Gut, das könnte man jetzt... Also ich würde jetzt... Ja, genau, hat er einfach gehalten. So, und das hier ist einfach, das sind einfach Tatsachen. Schön, aber uns fehlen noch Sachen. Ja, uns fehlen noch Sachen. Eieiei. Eins, zwei... Da die Schulter, der Fingerhut. Die Schulter habe ich nicht. Die Eingeweide wurden doch am... Den Kopf... Der Kopf wurde nach links. Ja, den haben wir uns schon angeguckt. Da habe ich aber auch alles. Obla. Die Nase wurde ab... Die Augenlider wurden ab... Ja. Nur ein Einschnitt ist... Ja. Aha. Da haben wir... Der Haupteinschnitt erstreckt sich vom Brustbein. Eine Niere wurde entfernt. Die Gebärmutter wurde entfernt. Die Eingeweide wurden am Stück... Warum? Da ist doch... Mann, geht mir doch mal nicht damit auf den Sack. Ein Stück der Schürze fehlt... Habe ich auch. Die Innenseiten der Oberschenkel... Habe ich auch. Die Sachen habe ich. Erinnern uns diese Herr... Meine Güte. Neben der Hand des Den Opfer. Fingerhut. So, aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen der Lupe und der Lupe? Der Haupteinschnitt erscheint. Eine Niere wurde entfernt. Die Gebärmutter wurde entfernt. Die Eingeweide wurden am Stück entfernt, um an den Unterleib heranzukommen. Ja. Haben wir alles. Und nü? Watson. Und jetzt stellen wir uns vor, wie diese Leiche auf den Pflastersteinen liegt, Watson, und versuchen, daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen. Hä? Aber das haben wir doch schon. Was übersehe ich jetzt schon wieder? Was muss ich jetzt noch anklicken? Der Kopf wurde nach links. Muss ich hier irgendwas... Aber ich kann hier nichts anklicken. Es ist ja einfach nur fiktiv, dass wir jetzt hier die Frau nur sind. Nur ein Einschnitt ist... Ja. Nur ein Einschnitt ist... Na, oh, Lupe. Die Augenlider wurden ab... Die Augenlider wurden abgeschnitten. Die Nase wurde abgeschnitten. Die Wangen wurden verstümmelt, damit sie wie eingefallen wirken. Na also, ich glaube, das ist der Punkt gewesen, der mir gefehlt hat. Genau. Mein Gott, Holmes, das war das reinste Gemetzel. Sie müssen verstehen, Watson. Der Täter hatte nicht die Zeit dazu, um sich mit Feinheiten aufzuhalten. Zumal die Bedingungen alles andere als ideal waren. Er hatte bestenfalls 7 oder 8 Minuten Zeit, um die Frau zu töten und aufzuschneiden. Und das alles in absoluter Dunkelheit. Holmes, wir reden hier über eine Frau. Über das tragische Opfer eines schlimmen Verbrechens. Durch das Verstümmeln des Gesichts und Aufschneiden des Unterleibs an etwa 20 bestimmten Stellen, vor allem im Bereich der Lunge und der Leber, hat dieser Mann viel Zeit verloren und ein hohes Risiko in Kauf genommen. Diese Vorgehensweise, die ich für willkürlich hielt, ist alles andere als willkürlich und dient wie die Entnahme der Organe einem bestimmten Zweck. Watson, wir müssen unsere Zeitachse zu Hilfe nehmen, die schon für den Mord im Duddfields-Jahr zum Einsatz kam. Dieses Mal müssen wir jedoch rekonstruieren, was einige bestimmte Leute getan haben. In diesem Fall die beiden Polizisten. Ach du liebe Zeit. 1.30 Uhr, da haben wir es doch schon alles. 1.30 Uhr? 1.30 Uhr. Constable Watkins hat während seines Rundgangs die Leiche nicht gesehen. Wenn Constable Watkins seinen Rundgang ordnungsgemäß durchgeführt hat, und darüber besteht kein Zweifel, da er die Leiche eine Viertelstunde später entdeckt hat, kann sich der Mord noch nicht ereignet haben. Und niemand war auf dem Mitre Square, sofern dem Constable in der Dunkelheit nichts entgangen ist. Betreten Sie von der Mitre Street kommend den Mitre Square, Watson. Bleiben Sie dann stehen und versuchen Sie, mich mit Hilfe der Lampe zu sehen. Ich stehe da, wo die Leiche der armen Catherine Eddowes lag.
Was ist das denn für ein Witz? Na, sicher wird der... Sie steuern Watson. Zack. Ja, sicher sehe ich dich. Ja, Watson, aber mach doch mal das Licht an. Ich kann Sie sehen, Holmes. Perfekt, Watson. Werfen wir einen Blick auf unsere Zeitachse, Watson. Faszinierend. 1:30 wurde der Mord noch nicht verübt. Also muss ich das auch dahin. So. Sehr gut, Watson. Wir können also kategorisch ausschließen, dass sich der Mord vor 1:30 ereignet hat. Mhm. Ein Mann und eine Frau unterhalten sich am Zugang zur Church Passage, meine Güte. 1:35 ist da. Um 1:35 unterhalten sich ein Mann und eine Frau am Zugang zur Church Passage. Der Mann kam aus Richtung Aldgate. Constable Harvey nähert sich dem Mitre Square. Constable Harvey nähert sich dem Mitre Square. Wir müssen berücksichtigen, dass der Constable den Mitre Square nicht betreten hat. Er konnte die auf dem Boden liegende Leiche nicht sehen. Aber hätte er einen stehenden oder sitzenden Mann sehen können? Gehen Sie zur Church Passage. Kommen Sie zurück und versuchen Sie, mich mit Ihrer Lampe zu sehen. Ich stehe an der Stelle, wo das Opfer entdeckt wurde. Also nochmal das Spielchen, Holmes. Ja, ich sehe dich jetzt schon. Achso. Ich kann Sie sehen, Holmes. Sie mussten weitergehen und den Platz betreten, um mich zu sehen. Was Constable Harvey jedoch nicht getan hat. Es kann also gut sein, dass der Mörder noch dort war. 1:42 Uhr. Constable Harvey erreicht den Mitre Square, betritt ihn jedoch nicht. Der Mörder könnte noch dort gewesen sein. 1:44 Uhr, Leiche wird entdeckt. 1:44 Uhr, die Leiche wird entdeckt. Platzieren wir den Mord an der armen Catherine Eddowes auf der Zeitachse, Watson. 1:35 Uhr bis 1:42 Uhr, genau. 1:35 Uhr bis 1:42 Uhr. Zwischen 1:35 Uhr und 1:42 Uhr. Der Mord scheint in diesem Zeitraum verübt worden zu sein, also innerhalb von 7 Minuten. Ja, Holmes. Aber beweist das wirklich, dass der Mörder genug Zeit hatte, um beide Morde zu begehen? Werfen wir einen Blick auf unsere Zeitachse, Watson. Das machen wir die ganze Zeit. Holmes und Watson haben 20 Minuten gebraucht, um vom Duddfields Yard zum Mitre Square zu gelangen. Dann würde ich sagen, zwischen 1 Uhr, weil da, ne, bis 1:20 Uhr. So, Watson, jetzt können wir mit Sicherheit sagen, dass der Mörder tatsächlich genug Zeit hatte, um beide Morde zu begehen. Unglaublich. Werfen wir einen Blick auf unsere Zettel mit den Schlussfolgerungen, Watson. Oh, jetzt geht's aber los hier. Ja, bitte. Dann... Oi, oi, oi. Inventar. Folgern. 4 von 5? Nö. Nach den Morden an P. Nichols und J. Chapman. Hallo. Stride Edwards... Ja, das ist doch... Das ist aber nicht das Richtige. Na, das ist nicht das Richtige. Fortsetzen, herleiten, herleiten. Ah, herleiten war's. So, das kommt dahin. Edwards Leber und Lunge weisen keine Einschnitte auf. Edwards wurde eine Niere und Gebärmutter, Nase wurde geschnitten, Wangen wurden, Edwards Augenlichter wurden abgeschnitten. Das Ganze folgern, wie er hat eine Abneigung gegen Nieren, verfügt über anatomisches Wissen, Mörder verfügt nicht über anatomisches Wissen. Nee, doch, hier. Ja, genau. Und jetzt eins, ach herrje. Aber noch alles hier. Noch nicht gemacht. Das dahin und das dahin. Dahin. Hallo. Danke. Bei der Verletzung am Hals handelte es sich um einen Schnitt, der von rechts ausgehend leicht schräg nach unten wies. Der Mörder stand hinter dem Opfer. Der Schnitt wurde schnell und mit großer Kraft durchgeführt. Der Mörder wollte das Opfer enthaupten.
Naja, würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde eher sagen, das zweite. Der Mörder ist etwas kleiner als das Opfer. Der Einschnitt war nicht tief. Die Verletzung gleicht der von Elstride. Naja, ich würde eher sagen, das hier. Mörder ist Beidhänder, ist Rechtshänder. Mörder muss Linkshänder sein. Naja, Rechtshänder, das hatten wir ja schon. Ah, das ist richtig. Okay, dann ist das hier nicht richtig. War nicht tief. War, ist etwas kleiner als das. Nö. Okay. Dann müssen wir jetzt hier auf grün kommen. Edwards ist auf die gleiche Weise ums Leben gekommen wie Elstride. Edwards Mörder ist klein und Linkshänder. Nein, Opfer sind erwürgt. Nein, also das erste. Eieiei. Ein Komplize von Elstride Mörder hat C. Edwards umgebracht. Elstride Mörder hat sich, hat nicht C. Edwards umgebracht. Der Mörder an C. Edwards könnten von der gleichen, ja, hier. Haben wir ja schon festgestellt. Der Hauptschnitt erstreckte sich vom Brustbein bis hinunter zur Leiste. Ist Rechtshändler. Der Mörder hat den Bauch wie bei einer Operation aufgeschnitten. Der Mörder hat ihren Unterleib wie bei einem Tier aufgeschnitten. Der Mörder, ja, hat er doch schon gesagt, wie ein Tier. Hat den Bauch nicht mit einer bestimmten Vorgehensweise aufgeschnitten. Ne, zwei. Genau. Hat er ja schon gesagt vorhin. Ein Stück von C. Edwards weißer Schürze wurde abgeschnitten. Die Gegenstände nahe den Füßen des Opfers wurden dort ordentlich hingelegt. Die Gegenstände sind zufällig so auf dem Boden gefallen. Mörder wurde ein ordentlicher Mensch, ging wohl überlegt vor. Mir wird übel an diesem Ort. Können wir nicht nach Hause gehen, Holmes? Natürlich Holmes. Nicht, Watson. Einen letzten Ort müssen wir noch aufsuchen. Erinnern Sie sich an das fehlende Stück der weißen Schürze? Es wurde nur einige Schritte entfernt am Eingang eines Gebäudes gefunden. Dorthin müssen wir gehen. Aha. Und wo war das? Imperial Club? Goldstone Street. Und los. Und los. Das war eben der neue Punkt. Nacht ist ihm... Eieiei. Hier ist es, Watson. In der Nacht ist die Goldstone Street wie leer gefegt. Was es uns erlauben wird, einige Experimente durchzuführen. Suchen wir den Hauseingang, wo das Stück der Lederschürze des Opfers und die sonderbare Kreidenachricht entdeckt wurden. Wie eigentlich alle anderen Straßen auch. Sehen Sie sich diese Schilder an, Watson. Wir sind im jüdischen Geschäftsviertel. Mhm. Sehen Sie sich diese Schilder an, Watson. Schilder, Schilder, Schilder. Nichts als Schilder, nichts gewesen, oder was? Wo? Hier ist nichts Interessantes. Okay, also muss ich hier... Was haben wir denn hier? 96 bis... Geht's da rein? Oder hier ist nichts Interessantes. Nee. Boah, schade, ich dachte schon. Ach, er hat die Lampe, das ist gut. Was haben wir hier? 108 bis 119. Geht's hier rein? Hier ist die Stelle, wo Constable Long das Stück der Schürze und die Kreidenachricht entdeckt hat. Okay. Rekonstruieren wir den Vorfall. Denken Sie daran, dass es in dieser Nacht geregnet hat, Watson. Beschaffen Sie etwas, womit wir simulieren können, wie Regentropfen gegen die Wand prasseln, während ich etwas mit Kreide schreibe. Die Jews sind die Menschen, die nicht umsonst beschuldigt werden. Aber was soll das heißen? Sie steuern Dr. Watson. Ich muss jetzt Regen besorgen. Haben Sie etwas gefunden, womit wir Regen simulieren können, Watson? Etwas beschaffen, um Regen zu simulieren. Darf ich Sie daran erinnern, dass es Nacht ist und ich hier niemanden finde, den ich fragen könnte, Holmes? Och nee. Der hat immer Vorstellungen hier. Aha. Was können wir denn hier in dem Fass? Ist da vielleicht Wasser? Tatsächlich. Na, da ist Wasser. Das heißt, ich brauche jetzt ein Behältnis. Da hinten ist was. Da rechts ist auch noch was gewesen. Ein das könnte sich als nützlich erweisen. Sei. Wer weiß. Hä? Ach, was ist das denn jetzt für ein Spiel? Hä? Hä? Was ist das denn jetzt für ein Spiel hier gewesen? Okay, was auch immer. Eine alte Holzstange. Wahrscheinlich hat sie ein Händler weggeworfen. Das könnte sich als nützlich erweisen.
Wer weiß. Was haben wir hier? Nichts. Hier hinten? Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Nein, absolut nicht. Habe ich hier sonst noch irgendwas vergessen? Hier gibt es keine Hotspots mehr. Was das mit der Kiste sollte, ist jetzt die Frage. Die Jews sind die Menschen, die... Ja. Die Jews sind die Menschen... Ja, doch. Kann er da jetzt vielleicht rein? Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Und hier in den Keller auch nicht. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Ach, Watson, halt doch die Klappe. Aber wie komme ich jetzt an das Wasser? Ich habe nichts, wo ich Wasser reinfüllen kann. Jetzt kann ich das Fass... Wasser? Wahnsinnige Feststellung. Och, Mann. Ah, was ist das? Was ist das da? Eine Gießkanne. Eine Gießkanne. Genau das, was ich brauche. Aber ich komme nicht ran. Ah, dafür die Holzkiste. Ach, natürlich. Eine Gießkanne. Ja, wir sind jetzt... deswegen. Verstehe. Wie clever. Stange mit Haken. Eine Gießkanne. Nein. Genau... Holzstange vielleicht? Eine Gießkanne. Nein. Du sollst das Ding damit benutzen, Mann. Oder auch nicht. Lange Holzstange mit Haken. Na. Schön animiert sogar. Na? Naja, oder auch nicht. Ich hatte jetzt Hoffnung, aber... Das ist das erste Mal, dass wir eine Figur in der Höhe bewegen können. Das ist nicht schlecht. Und keine Treppe in der Nähe. Also, Freunde, dann würde ich sagen, wie der Regen, der künstliche Regen aussieht, das erfahren wir im nächsten Teil. Dann machen wir Holmes auch hoffentlich glücklich und dann sehen wir, wie es weitergeht. Bis gleich im nächsten Teil. NRW bei 18. Adieu.